Einen wunderschönen guten Tag hier bei diesem kleinen Labervideo. Ich wurde früher oft dafür gelobt, dass ich auf meinem Robin aus der Raffen-Kanal kohärente Sätze sprechen konnte, ohne Jump-Cuts einzubauen. Deswegen mache ich das jetzt hier auch einfach mal. Da kommen wir gleich zum ersten kleinen Thema, Aufwand, Nutzen und so. Ich würde das gerne öfter machen, über ein paar Themen sprechen, die, denke ich mal, auch euch interessieren. Auch was so, ich weiß nicht, Schamgefühl und sowas angeht und Umgang mit verschiedenen Sachen, weil wir ja schon seit jeher eigentlich dafür stehen, so sich einfach gut zu fühlen und sich nicht für sich zu schämen und so. Und da würde ich einfach die ein oder andere Sache mal ein bisschen besprechen. Aber es ist halt, ich fühle mich ein bisschen schäbig quasi, da so ein ganzes Video draus zu machen, wenn ich einfach nur labere. Ich meine, ich mache ja auch manchmal so diese Screencasts, wo ich dann über Bilder drüber rede. Aber gerade bei so Labervideos, wo es irgendwie persönlicher ist, da passt das meiner Meinung nach nicht. Und ich wüsste dann auch nicht, was ich da für Bilder einfügen sollte. Ein paar kann ich ja auch so einfügen, wenn ich jetzt hier was labere und es passt. Und dann, je nachdem halt, ob es passt, könnte ich was einfügen. Aber sonst würde ich das halt gerne einfach schlicht halten und ich denke, das ist dann auch persönlicher. Und was haltet ihr davon? Würdet ihr sagen, oh, das ist ja übelst scheiße, ich höre mir den nicht an, die da jetzt 10 Minuten labert, was soll die Scheiße, ey? Oder auch nicht. Aber ich denke, die Mehrheit hat da kein Problem mit. Ich würde das auch nicht allzu oft machen. Ich weiß auch nicht, wie ich das nenne. Laberfasching, was weiß ich. Nostera-Bubble. Keine Ahnung. Auf jeden Fall soll es heute um das Thema Haarausfall hauptsächlich gehen. Aus passendem Anlass. Cut for Bömi, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Gute Sache. Ich fand auf jeden Fall bis jetzt schon richtig lustigen Scheiß dabei, als so auf Twitter unter dem Hashtag sind richtig gute Bilder zu finden. Guckt euch das mal an und macht fleißig mit, wenn ihr Bock habt. Ich fand es übelst geil, wie jetzt das positive Feedback erstmal auf mich eingeprasselt ist. Super nice. Ich sehe übrigens gerade so aus. Aber es ist gerade doch hier ein bisschen kalt, ist heute nicht so geil. Wie auch immer. Ich will auch nicht zu sehr abschweifen, das soll dann immer nicht zu lang werden, wenn ich hier mal so ein Labervideo mache. Haarausfall. Ich habe ja schon mal in einem alten Video angesprochen, dass ich das nicht so geil fand. Ich weiß gar nicht, welches das war. Ich glaube sogar dieses Patreon-Eröffnungsding, wo ich das erste Mal vorgestellt habe. Da habe ich ja erklärt, warum so eine Weile lang nichts kam. Es war jetzt nicht irgendwie der Hauptgrund, warum es mir da nicht so gut ging, nur Haarausfall. Es war halt einer von vielen Gründen, habe ich ja gesagt, dass ich mich da so ein bisschen ja, wie ein Rentner gefühlt habe, habe ich es, glaube ich, formuliert, obwohl ich Anfang 20 war. Und ja, das war halt eine Sache, die dazu kam. Dazu kommt auch noch, dass ich sonst nach außen hin eigentlich nie irgendwie drauf geachtet habe, wie ich jetzt aussehe oder so. Habe da nie drauf geachtet, oh hier Flecken auf der Hose oder kindtriges Hemd oder sowas. War mir eigentlich immer scheißegal. Das Einzige, was mir persönlich Freude gemacht hat, so ab, keine Ahnung, abdem ich 16 oder 15 irgendwie so in dem Dreh war, 2006, glaube ich, habe ich halt angefangen, mir die Haare zu machen. So, das war das Einzige, woran ich Spaß hatte, das irgendwie zu machen. Und ich dachte, jo, das habe ich jetzt auch nicht gemacht, weil ich dachte, oh, da wirklich nach außen voll cool, wenn ich hier ein Iro habe oder irgendwie sowas, sondern einfach, ich hatte halt Bock drauf, so. Und deswegen ist es für mich schon kein so geiles Thema gewesen. Jo, Haarausfall, ne, ich habe es ja bei meinem Bruder gesehen, bei dem ist in, ich glaube auch so in dem Zeitraum passiert, so Anfang 20 hat es angefangen, denke ich. Der hat dann auch seit einigen Jahren Glatze. Und ja, ich dachte mir, früher oder später wird es auch bei mir soweit sein. Hab das dann halt noch ein bisschen rausgezögert. Hab jetzt die Strategie angewandt, diese tolle Mütze hier aufzusetzen. Nicht nur diese, sondern natürlich auch andere. Einfach um mich dran gewöhnen zu können, nicht mehr immer mir die Haare zu machen, weil das so ein morgendliches Ritual war. Und ja, hat eigentlich auch geholfen. Also ich hab mich dann so ein bisschen davon distanziert. Immer so, was geht da und so. Obwohl ich eigentlich überhaupt nicht so drauf bin. So. Aber Haare waren halt irgendwie, ich weiß nicht, da hatte ich Bock drauf. Ja. So dieses nach außen hin, weil ich weiß, dass das für viele ein Problem ist, wie es nach außen hin wirkt. Das war eigentlich nie so großes Ding. Kumpels haben auch mal irgendwie einen Spaß hier und da gemacht. Haha, Glatze. Sportfeld auf dem Kopf und so weiter. Das hat mich jetzt nie so irgendwie angegriffen, weil könnt ihr euch wahrscheinlich denken, ich sehr viele lächerliche Aktionen mache und da ist das ein kleiner Teil von, man kann ja nichts für seine Genetik oder was auch immer, für seine Männlichkeit, für seine Hormone. Und ja, deswegen war das nie so das große Thema, aber ich weiß, dass das für viele ein Problem ist, gerade wenn es darum geht, irgendwie, ja, Frauen stehen nicht so drauf. Und weiß nicht, da kann ich vielleicht einfach als Ansatz geben, dass Frauen zwar, also es gibt Frauen, die nicht auf Glatzen stehen, aber es gibt genauso Frauen, die nicht auf lange Haare stehen zum Beispiel. Also ich glaube nicht, dass das ausschlaggebend sein sollte.
Und es fällt auch viel mehr auf, wenn man halt normale Haare oder eine Frisur versucht zu haben und dann aber da oben eine Lücke drin hat. Da fällt viel mehr auf, dass man halt irgendwie ein Problem mit seinen Haaren hat oder sowas. Deswegen ist das eigentlich schon eine gute Sache, abgeschert und gut ist. Und ja, wie gesagt, man sollte sich halt nicht dafür schämen, es gibt keinen Grund. Ist jetzt nicht so, dass man irgendwie dick ist und abnehmen könnte oder irgendwie sowas, dass man aktiv was machen könnte, sondern es ist halt einfach so und man kann es auch akzeptieren. Es gibt natürlich eine Sache, die man machen könnte, da haben auch ein paar tatsächlich mit mir drüber geredet und es ging da um Haartransplantation. Das ist sogar eine Sache, wo ich drüber nachdenken würde, wenn es nicht so viel Geld kosten würde, weil ich gebe kein sinnloses Geld aus. Von der Idee her könnte ich mich damit durchaus anfreunden, weil es halt, wie gesagt, einfach Bock gemacht hat, sich die Haare zu machen. Und es ist für mich was anderes als jetzt irgendwie, was weiß ich, Nasenoperation, wo du wirklich aktiv was in dir veränderst, als quasi sich das wiederzuholen, was man eh schon hat. Da wird ja irgendwie von den Stellen, wo du viele Haare hast, an die Stellen, wo du nicht so viele Haare hast, deine Haarwurzel umgepflanzt quasi. Also, das ist eine gute Sache, aber ja, ist halt auch nicht unbedingt nötig. Ich könnte es mir, wie gesagt, vorstellen, aber bei dem aktuellen Einkommen, das wäre total schwachsinnig und nee, also muss nicht sein. Und ich meine, ich habe jetzt auch sehr gutes Feedback bekommen. Ich habe einen guten Eierkopf. Ich habe hier so eine kleine Delle, lustigerweise, habe ich jetzt dadurch mitgekriegt, aber ist auch nicht weiter schlimm. Und ja, ansonsten stört mich das nicht weiter. Ist ein bisschen luftig, aber wenn der Sommer kommt, stört das ja nicht, sondern ist eher positiv. Ja. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wer von euch vielleicht betroffen ist, ob da jemand zuschaut, was er davon hält, ob er vielleicht irgendwie auch vor der Entscheidung steht, Nassrasur, kurzen Prozess, oder man es noch rauszögert oder so. Ich kann auf jeden Fall den Tipp geben, erstmal eine Mütze zu tragen, einfach um sich dran zu gewöhnen, dass man halt, man sieht die Haare dann nicht so. Und ja, wenn man dann aber irgendwie morgens im Spiegel guckt und irgendwie gefühlt hier vorne, habe ich es dann mitgekriegt, dass ich gefühlt jeden Morgen da 2 Haare weniger hatte. Da dachte ich mir dann auch irgendwann, okay, muss jetzt auch nicht mehr. Und dann habe ich überlegt, jetzt schneide ich mir die Haare ab, aber so ganz für nichts will ich es irgendwie nicht machen. Irgendwie kann man noch eine geile Aktion draus machen. Und dann habe ich überlegt, Video, ja, irgendwie öffentlich und irgendwie dem einen oder anderen vielleicht doch ein gutes Gefühl dabei geben, dass ich einfach mal die Haare abzuscheren. Und da bin ich dann auf meinen guten Kumpel Jan Böhmermann gekommen und dachte mir, hey, der hat halt wirklich auch sehr dünnes Haar, besonders vorne schon. Und früher oder später wird es halt sichtbar, also sehr, sehr sichtbar, dass er Haarausfall hat. Und da dachte ich mir, da kann man doch eine kleine lustige Aktion draus machen. Wer das nicht mitgekriegt hat, Night Fever war das Originallied, was ich da etwas abgewandelt habe. Ihr könnt euch aber den Originaltext anschauen. Der ist tatsächlich fast 1:1 übernommen worden, nur einzelne Wörter habe ich dann verändert. Passt ziemlich geil. Und Nice Peter, wer den nicht kennt, das ist der Erschaffer von dem Epic Rap Battle of History. Jo, auf jeden Fall würde ich sagen, ich freue mich über eure Meinung. Hahaha, ich animiere euch jetzt zu kommentieren und tue dann so, als würde ich eure Kommentare lesen, nur damit dieses Video in die Trends kommt und so weiter und so fort. Bla bla bla. Nee, ihr wisst ja, dass ich alle, ich hoffe, ihr wisst, dass ich alle Kommentare immer lese und ich freue mich auch auf Interaktion und eure Meinung. Sagt mir auch eure Meinung zu kleinen Labervideos. Die werden auch, ja, weiß ich nicht, je nachdem, wie ihr Bock habt, nicht die Ausnahme sein, aber auf jeden Fall nicht, dass dann jeden Tag irgendwie ein 10-Minuten Labervideo kommt, da habe ich auch keinen Bock drauf. So. Aber an sich, schöne Sache, bisschen reden ohne Jumpcut und trotzdem, wie gesagt, halbwegs kohärente Sätze vollbringen und sagt mir, was ihr davon haltet und ob ihr euch anschließt. Auf jeden Fall twittert vielleicht nochmal an den Jan Böhmermann, da ist schon richtig gut was am Brodeln, noch hat er nicht reagiert. Hashtag #KatVorBömi. Je mehr es machen, desto geiler ist es. Fette Bilder schicken oder so, worauf ihr Bock habt. Und dann war es das von meiner Seite. Facebook geht übrigens auch. Er hat ja auch eine Facebook-Seite. Macht, was ihr wollt. Ich animiere ja sonst nicht zum Liken oder zum Teilen oder so, aber das wäre echt eine geile Sache, weil ich schon seit vielen, vielen Jahren ein Fan von Jan Böhmermann bin und mich ultra gefreut habe, als das damals spontanerweise mit dem Watch Dogs-Video geklappt hat, mit ihm zu filmen. Also der war ja spontan in unserer Stadt. Wie dem auch sei, ich bin jetzt an der 10-Minuten-Grenze und ich höre auf zu labern. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und sagt mir, was ihr davon haltet und sagt mir überhaupt, was bei euch geht. Und ich habe euch lieb und auf Wiedersehen. Ich krieg's nicht aus. Sehr gut. Bullshit!